Raus mit euch! Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um ein wirklich sehr, sehr relevantes Thema, und zwar über das Thema Verkaufsverbot, ja oder nein. Und es wird jetzt vermutlich erstmal das letzte Video sein, in dem Sinne von, ich werde dann wahrscheinlich erst wieder, ja, in ein, zwei oder sogar vielleicht erst in 3 Monaten wieder ein Video darüber machen, weil mein Ziel ist es einfach, euch bestmöglich zu informieren, frühestmöglich zu informieren, sodass ihr bestmöglich auf eine hypothetische Angelegenheit, die vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passieren könnte, passieren wird, sodass ihr schnellstmöglich handeln könnt. So, das ist einfach meine Vorangehensweise auch für diesen Kanal. Das ist mir wichtig. Und deshalb, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn ich diese Neuigkeiten erfahre und wenn diese Neuigkeiten valide sind, eine hohe Validenz bestätigen, ja, seid ihr eben die Ersten, die das erfahren. Ich möchte es euch dann einfach so mitteilen. So, und es gibt Neuigkeiten, ja, und die will ich euch natürlich auch sagen, und ich werde euch dann auch nochmal natürlich sagen, was ich davon halte und wie meine aktuelle Erwartungshaltung angeht, beziehungsweise wie sie gerade ausläuft. So, und das alles klären wir in diesem Video. Wir fangen kurz und knapp an, und zwar, es gab jetzt ein Urteil in den Niederlanden. Das niederländische Parlament hat entschieden, von 2 Parteien ausgehend, die das beantragt haben, dass in den Niederlande kein absolutes Verkaufs- bzw. Feuerwerksverbot stattfinden darf bzw. stattfinden wird. Bedeutet, wird natürlich wieder kommunal entschieden, wird natürlich, es ist von Ort zu Ort unterschiedlich entschieden, ob dort dann gefeiert bzw. mit Feuerwerk gefeiert werden darf oder nicht. Aber es darf kein generelles Feuerwerksverbot mehr stattfinden in den Niederlanden. Das wurde vom niederländischen Parlament jetzt so bestätigt. Wie das jetzt aufs Verkaufsverbot etc. Sich auswirken lässt, schwierig. Aber ein Feuerwerksverbot an sich, also Abbrennverbot etc., darf es Stand jetzt nicht mehr geben. So habe ich das gelesen. Sollte dies anders sein, was ich nicht denke, dann bitte belegt mir das anhand eines Schriftstücks mit einer hohen Validenz. So, ist auch nochmal ganz wichtig, gell? Sollte ich irgendwas Falsches sagen, ich gebe mir wirklich sau viel Mühe, euch bestmöglich wahrheitsgetreu zu informieren, aber sollte ich mal falsch liegen, wir sind alle Menschen, dann bitte, bitte sachlich widerlegen. Ne, davon lebt auch natürlich dieser Kanal, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. So, was bedeutet jetzt, weil im Endeffekt Deutschland hat denn jetzt nichts mit den Niederlanden zu tun, ja? Mitunter. Denkt man sich, aber es ist tatsächlich so, wenn die Niederlande dieses Jahr das Feuerwerk verkauft und kein Feuerwerksverbot ausspricht, ja, dann bedeutet das für die deutsche Regierung, dass die deutsche Regierung es exorbitant schwierig haben wird, zu argumentieren, dass dann in Deutschland ein weiteres Verkaufsverbot stattfindet. Ja, das ist dann natürlich für die Regierung erstens absolut schwieriger und zweitens natürlich schwieriger verständlich zu machen. Natürlich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir Lobbyisten haben gegen Feuerwerk, zwar auch gegen gewisse anderen Themen, die ich jetzt ganz bewusst wegen einer möglichen Zensur nicht ansprechen werde, aber diese Lobbyisten gegen Feuerwerk, ich betone es ganz bewusst, gibt es, da bin ich mir wirklich ziemlich, ziemlich sicher, und die werden natürlich alles, alles dafür tun, Feuerwerk zu verbieten. Und das fängt natürlich mit einem Verkaufsverbot an. Sollte dieses Verkaufsverbot dieses Jahr wieder stattfinden, dann seid euch sicher, dass die meisten Feuerwerksfirmen pleite gehen werden, Insolvenz anmelden müssen oder sich ins Ausland verziehen. Das ist natürlich auch wieder eine komplexe Angelegenheit, aber seid euch sicher, das übernächste Silvester wird absolut anders sein, ja, wenn überhaupt. Es war ja letztes Jahr schon ein Thema, werden die Feuerwerksfirmen überhaupt noch überleben? Sie haben größtenteils überlebt, aber dieses Jahr, glaubt mir eins, das wird absolut nicht mehr der Fall sein, ja, da bin ich mir auch relativ sicher.
Und das, da bin ich mir, also wirklich, das steht fest auf dem Boden. Die Feuerwerkslobbyisten wissen das. Die wissen es und wollen dann genau dies ausnutzen. Ja, Verkaufsverbot bedeutet gleichzeitig, ihr könnt es ja ahnen, ja, Feuerwerksfirmen in die Pleite gehen. Und was passiert dann? Genau, es gibt kein Feuerwerk mehr. Zumindest für die meisten. Wir haben noch Funke, wir haben noch Triplex, ja. Wir haben natürlich noch die ganzen polnischen, die ganzen tschechischen Firmen, wie auch Classic, ja. Die werden natürlich auch weiter in den deutschen Markt eingreifen, weil die werden mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit nicht pleite gehen. Ist ja klar, Tschechien, Polen, da ist ein Verkaufsverbot überhaupt keine Frage, ja. Die verkaufen ohnehin ganzjährig. So, aber klar, Verkaufsverbot ein drittes Mal. Da werden sich auch die meisten denken, ach komm, es geht ohne Feuerwerk, wir brauchen es überhaupt nicht. Das wird wahrscheinlich dann die Bevölkerung denken, ja, so denke ich. Aber, jetzt kommt das große Aber, der BVPK, lieber BVPK-Verband, ich schätze euch, ihr macht wundervolle Arbeit, ja, aber ich möchte von euch bitte wissen, wie wollt ihr gegen diese Riesen, wirklich gegen diese Riesen dieses Jahr antreten? Wir haben eine Ukraine-Krise. Wir haben eine potenzielle Corona-Krise. Bedeutet, wir werden noch, denke ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit Maßnahmen bekommen. Ja, unverständliche Maßnahmen. Und das wird natürlich wiederum Feuer geben. Das wird richtig Feuer geben. Und wie wollt ihr dagegen angehen? Ihr meintet im Feuerwerkforum, ihr werdet dann eingreifen, wenn es soweit ist. Warum nicht jetzt schon? Warum nicht jetzt schon die Bevölkerung informieren, bestmöglich da, wo es geht, sodass dieses perfide Spiel nicht mitgespielt wird? Obwohl, ganz ehrlich, Leute, so wie die, also wirklich, so viele Menschen schlafen, so viele, ich beziehe mich jetzt auf Deutschland, so viele, laut meiner Wahrnehmung, schlafen. So viele Leute sind im absoluten Tiefschlaf, ja, glauben alles, was denen eingepflanzt wird, laufen rum wie komplette Zombies, ja, und kapieren überhaupt nichts mehr. Also da würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn diese Regierung denen ein Feuerwerksverbot einpflanzt, in dem Sinne, es ist so schlecht, dass alle glauben. Deshalb muss man bestmöglich dagegenhalten, ob es was bringt, ist natürlich für die andere Angelegenheit, aber versuchen sollen wir es. Auf jeden Fall, wir alle leben Feuerwerk, es ist unser Hobby, wir lieben es. Und es geht jetzt nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass Feuerwerk, dass ein Feuerwerksverkaufsverbot nicht stattfindet, dass halt wieder die Bevölkerung in Feuerwehr kommt etc. Darum soll es auch gehen, klar. Aber Leute, wir müssen jetzt einfach mal realistisch denken. Es geht auch darum, dass wir unser Hobby bestmöglich, schönstmöglich, schnellstmöglich ausleben können. Bedeutet, sofort Feuerwerk kaufen, so gut es geht. Ja, sofort wohlgemerkt, sodass wir auch für Silvester Feuerwerk haben. Egal, was sie uns sagen, wir brennen unser Feuerwerk ab. Warum? Weil es moralisch, ja, weil es moralisch unbedenklich ist. Ja, wir leben liebevoll für unsere Leidenschaft. Und die werden wir verdammt nochmal ausleben. Ganz einfach, ja, so. Und ganz ehrlich, Leute, selbst wenn der Verkauf stattfinden sollte, was eine ziemliche Herausforderung werden wird, aber es ist nichts ausgeschlossen, sage ich auch, ganz klar. Und ich erlaube mir aktuell noch kein Urteil, aber aktuell bin ich der Meinung, ja, es wird stattfinden, Verkaufsverbot. Aber, wie gesagt, es kann sich noch viel verändern, ja. Es gab viele Überraschungen, auch anhand der Corona-Krise und deren Beschlüssen. Aber gut. So, wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine Gaskrise, die noch sich ausweiten wird, wir haben noch keine Stromkrise, wird sich wahrscheinlich auch ausweiten. Bedeutet, ich bin ja auch an der Börse als Trader tätig und nach meiner Analyse, ja, werden wir noch einen Peak, Inflationsrate 10% oder sogar noch gar 12% sehen bis Dezember, vielleicht auch Anfang nächsten Jahres. Und ganz ehrlich, wer kann sich dann Feuerwerk noch leisten? Leute, bitte, wer will und kann sich dann überhaupt noch Feuerwerk leisten, außer die Pyro-Fans und die eh wohlhabend sind? Die werden sich denken, na, ich werde lieber gar nichts kaufen, lieber für Dinge, die notwendig sind. Ja, es ist kein Spaß, meine Lieben, es ist echt kein Spaß. Oder vielleicht zur Not nur ein Raketenpack. Also ich denke, selbst wenn, klar, wenn alles stattfinden sollte, klar, dann ist alles schön und gut. Ja, dann werden wir auch wieder als Gemeinschaft zünden können, aber wahrscheinlich wird dieses Silvester dann sowieso weniger ausfallen, weil die meisten kein Geld mehr dafür haben. Deshalb, jetzt sind noch die Preise gut, vor allem bei den polnischen Shops, habe ich auch nochmal ein Video gemacht, klar, ein bisschen Risiko. Oder ihr wollt es ganz legal machen, Röder etc. Jetzt sind noch die Preise am besten. Die werden von Monat zu Monat exorbitant teurer. Das,
das gebe ich euch als Versicherung und nicht, weil ich irgendwie Panik vertreiben will, nein, sondern weil ich euch beschützen will, weil ich nur das Beste für euch will, sodass ihr bestmöglich, ja, und am günstigsten an Feuerwerk kommt, ja. So, das ist mein Plan. Also, tief durchatmen, meine Lieben, alles wird gut. Hinter jeder Krise gibt es auch eine Erleuchtung. Wo Schatten ist, ist auch Licht. So ist es überall gefühlt, wenn man es auch will. Und deshalb bitte keine Sorgen machen, wir schaffen das und wir werden ohnehin Feuerwerk bekommen und Feuerwerk zünden für alle Beteiligten. Und es wird ein Spaß werden. Es wird geil werden. Silvester wird geil, meine Lieben. Euer Pyro Adler 98.